In einigen Videos bin ich bereits auf die Rolle des Irans in der Endzeit eingegangen und dass der iranische Präsident Ahmadinejad nicht nur Israel von der Landkarte fegen will und den Holocaust leugnet, sondern unter anderem bei den Vereinten Nationen Werbung für den Imam al-Mahdi macht, einer islamischen Messiasfigur, der im Iran sehnsüchtig erwartet wird. In anderen Videos habe ich auf verschiedene Geheimgesellschaften hingewiesen und ihr gemeinsames Ziel, die neue Weltordnung. Der iranische Präsident Ahmadinejad hat am 26. September 2012 wieder eine Rede von den Vereinten Nationen gehalten und forderte eine neue Weltordnung. Wortwörtlich sagte er vor der UN: So Gott will, kommt eine neue Weltordnung zusammen. Eine solche Ordnung müsse jenseits der amerikanischen Schikane und Dominanz entstehen, sagte er am Rande der UN-Volksversammlung in einem Interview. Deswegen schrieb die Zeit am 26. September: Nichts anderes als eine neue Weltordnung hat Mahmoud Ahmadinejad in seiner Rede vor der UN-Volksversammlung gefordert. Auch die Überschrift von Welt Online lautet: Ahmadinejad fordert eine neue Weltordnung. Links zur Rede von Ahmadinejad findet man in der Videobeschreibung. Die heutige Politik ist nichts anderes als ein Film, in der wir nur die Schauspieler sehen, aber die Regisseure niemals zu Gesicht bekommen, und so erkennen die meisten auch nicht, was wirklich hinter den Kulissen gespielt wird. 1. Korinther Kapitel 4 ab Vers 4: Denn der Herr ist mein Richter, verurteilt also nichts vor der von Gott bestimmten Zeit, wartet, bis der Herr kommt. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Dann wird jeder von Gott das Lob erhalten, das er verdient. Amen.